Ja. Schatz. eigene Fehler. Ah, okay. Ja, gib das dann doch zu. Mit Sonnenbrille. Normal. Seriös. Maxwell Jemphy zum Lila oder Weiß. Ich grüße dich, mein Lieber. Guten Tag. Guten Tag. Wie ist die Lage? Alles gut soweit. Schön. Du kennst die Regeln. Ein Joker hast du bei dem Haufen von wirklich informierten Entweder-Oder-Fragen, die wir zusammengesammelt haben. Ansonsten musst du dich natürlich immer für eins entscheiden. Können wir loslegen? Ja. Stark. Lila oder Weiß? Lila. Lila-Weiß oder Blau-Weiß? Lila-Weiß. Oder Gelb-Schwarz? Gelb-Schwarz. Tusskörne oder Borussia Dortmund? Borussia Dortmund. Borussia Dortmund oder Hombrucher SV? Borussia Dortmund. Borussia Dortmund oder FC Schalke? Borussia Dortmund. Borussia Dortmund oder VfL Bochum? Jetzt. Wir sind hier nicht, um dir ein angenehmes Leben zu bereiten. Ja. Bochum, VfL. VfL Bochum oder Hamburger Sportverein? VfL. VfL Bochum oder VfL Osnabrück? VfL Osnabrück. da zieht er den Kopf aus der Schlinge. Heimspiel oder Auswärtsspiel? Heimspiel. Viererkette oder Fünferkette? Viererkette. Tief im Westen oder hoch im Norden? Tief im Westen. Dribbling oder Vorlage oder Rettungstat auf der Linie? Ja, erst das erste fast eher zu mir, dann Dribbling. Dribbling und Vorlage? Ja. Ablaufen oder Grätsche? Ablaufen. Rote Karte oder Gegentor? Rote Karte. Sehr gut. Phoenixsee oder Robbenbruchsee? Phoenixsee. Ja. Volkspark oder Ruhrstadion? Ruhrstadion. Ruhrstadion oder Bremer Brücke? Ja, beides gut, ne? Bremer Brücke. Noel oder Chance? Chance. Chance oder Oma? Chance. Chance oder Köhli? Chance. Sehr gut. Profivertrag in Bochum oder Profidebüt in Osnabrück? Ja, beide schöne Momente, aber dann doch Profidebüt gegen MSV an der Bremer Brücke. War ja auch ein verdammt starker Abend, muss man ja sagen. Dennis Dua oder Eule Beermann? Eule. Mit dem habe ich öfter zusammengespielt als mit Dennis, deswegen. Mit Eule hast du öfter zusammengespielt? Also insgesamt jetzt ja, öfter insgesamt, zusammengespielt? Ja, genau. Okay. Deutschland oder Ghana? Ja, ich lebe ja schon hier, deswegen dann Ghana, ne? Anthony Yeboah oder Sami Kufur? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jemand das gefragt hat, aber ich nehme Sami Kufur. Nimmst Sami Kufur? Okay. Kopfball defensiv oder offensiv? Defensiv. Duell gegen Meppen oder Duell gegen Oldenburg? Gegen Meppen war schön, haben wir schon gewonnen, deswegen Oldenburg, weil da haben wir noch eine offene Rechnung. Ja. Krafttraining oder Lauftraining? Krafttraining, ja. Steht ja gleich auch noch an, haben wir eben gerade schon gehört. Rondo oder Fußballtennis? Rondo. Beim Rondo in der Mitte, wegen einem eigenen Fehler oder einem Fehler der anderen? Erik, ja? Ja. Eigene Fehler. Ah, okay. Ja, gib das dann doch zu. Gut, okay. Gelbe Karte wegen Foul oder gelbe Karte wegen Meckern? Ja, ich weiß schon. Ja, wegen Meckern. Okay. Und danach dann ein Einzelgespräch mit Tobias oder ein Einzelgespräch mit Amir? Mit Tobi. Ja. Okay. Zimmer teilen mit Henry oder mit Erik?
Ich glaube, ich nehme da den Joker. Da nimmst du den Joker? Ehrlich wahr? Ja, da nehme ich den Joker. Gott, okay, ist eingeloggt an dieser Stelle. Bochum von Herbert Grönemeyer oder Heya BVB? Ja, Bochum von Herbert Grönemeyer. Behandlung von Balu oder Behandlung von Sebastian? Von Balu. Illershöhe oder Schinkelberg? Illershöhe. Sommer oder Winter? Sommer. Mantaplatte oder Fischbrötchen? Oh, nix von beiden. Oh. Tja, was soll ich sagen? Der Joker ist weg. Hau raus. Ja, ich nehme das Erste. Mantaplatte. Ja. Mantaplatte oder Döner? Döner. Döner oder Fufu? Ja, Döner. Döner, ja. Okay. Mütze oder Cap? Ja, Cap. Fortnite oder FIFA? FIFA. R&B oder Hip-Hop? R&B. Lieblingskünstler? Kalim. Netflix oder Prime? Ja, Netflix wird immer schlechter, ne? Deswegen Amazon Prime. Sky oder Magenta? Sky. Kicker oder OneFootball? Kicker. Chillen oder feiern? Chillen. Beides zu seiner Zeit eigentlich. Ja, ja, chillen ist gleich feiern. Okay. Golf GTI, Serienzustand oder Seat Leon tiefer gelegt? Serie. GTI Serie, okay. Maxwell oder Max Not So Well? Max Not So Well, voll König, ne? Okay. Maximilian oder Lucio? Das ist die Frage nach den Spitznamen hier. Maximilian, ja, dann Lucio. Also ich will ja nichts sagen, ne? Wenn das jetzt wirklich dein Ernst, dein oder ein Spitzname innerhalb der Mannschaft ist, muss ich dahingehend wirklich lachen, weil ich relativ schnell am Anfang der Saison schon gedacht habe, der hat irgendwie eine Spielweise wie Lucio. Ja. Wer sich noch erinnert, Innenverteidiger bei Bayern München, ist schon ein paar Tage her, aber da sind Ähnlichkeiten da, mein Lieber. Also, was nehmen wir, Maximilian oder Lucio? Lucio. Poker oder Wizard? Ich habe noch nie Wizard gespielt. Nein, aber nee. Zockt ihr auch im Bus auf Auswärtsfahrt? Ja, ich bin da leider nicht dabei, aber ich will Poker nehmen. Poker mit oder ohne Sonnenbrille? Mit Sonnenbrille. Normal. Seriös. Nie wieder Internet oder nie wieder Musik? Nie wieder Internet. Gute Wahl, dafür hätte ich mich tatsächlich auch entschieden. Medientermine oder Sponsorentermine? Medientermine. Reden oder machen? Machen. Interview vor dem Spiel oder nach dem Spiel? Das nicht. Ja, nach dem Spiel. Fashion oder Casual? Oh. Fashion. Drip oder Flex? Drip. Zu spät kommen wegen Stau oder wegen Polizeikontrolle? Am besten gar nicht. Aber dann doch lieber Polizeikontrolle. Okay. Also, du lässt dich lieber von den Cops anhalten, als im Stau zu stehen. Ja, das kann ich ja eher entschuldigen als Stau, ne? Ja, okay. Wenn dir das alle immer abkaufen, ist ja in Ordnung. Max, wir sind tatsächlich schon an der allerletzten Frage angelangt. Okay. Und die lautet: unsichtbar sein oder fliegen können? Ja, ich weiß, ihr würdet gerne was anderes hören, aber ich sage unsichtbar sein. Okay, dann möchte ich jetzt eine Erklärung an dieser Stelle. Hau mal raus. Ja, wir fliegen, ich habe Höhenangst und deswegen unsichtbar sein, glaube ich, ein bisschen für mich ist besser. Gut, das ist eine Begründung, weil dann brauche ich dich jetzt gar nicht fragen, was du so machen würdest, wenn du unsichtbar wärst. Das ist dann einfach auf Höhenangst geschoben. Und das lasse ich dann auch stehen. Max, wir sind durch. Sehr gut. Folge Lila oder Weiß. Vielen lieben Dank für deine Zeit und du sagst schon mal dem Trainer Bescheid, der ist nämlich als nächstes bei uns dran. Danke dir. Danke, vielen Dank, kein Problem. Ja, das war meine Folge Lila oder Weiß. Wenn ihr die letzte Folge sehen wollt, mit meinen super Fragen an Erik, einmal rechts. Und wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, dann links.